Da sind wir beim Schenken wieder. Und das ist das, was mich so nervt. Immer diese Schenkerei. Das mache ich immer. Ich habe zu meiner Frau letztes Jahr gesagt, Schatz, wir gehen doch sowieso jetzt über Silvester Skifahren und Wellness. Komm, wir schenken uns gegenseitig nichts. Wir nehmen das Geld für den Urlaub und machen da irgendwelche Anwendungen. Und sie hat gesagt, toll, gute Idee, das machen wir. Wir schenken uns nichts gegenseitig. Liebe Männer, Weihnachten steht vor der Tür. Falls Sie jetzt auf die Idee kommen sollten, das mit Ihrer Frau auszumachen und sie hat gesagt, ja, okay, machen wir, unbedingt schriftlich festhalten, dass man ausgemacht hat, man schenkt sich nichts. Weil für den Mann ist nichts nichts. Ich denke mal, was ist für die Frau nichts immer? Ein bisschen was, genau, eine Kleinigkeit. Das stimmt nicht. Nichts ist doch gar nichts. Wieso denn eine Kleinigkeit? Das geht nicht. Ihr bringt eure Männer in Bedrängnis. Dann passiert es ihnen wie mir. Heiligabend, gut gelaunt. Läufst am Christbaum vorbei. Liegt so geschenkt da. Dein Name steht drauf. Die Schrift ist von deiner Frau. Und denkst, um Gottes Willen, kein Itze hat die was geschenkt. In der Küche sagt, du Schatz, ist da ein Geschenk für mich abgegeben worden. Wieso abgegeben ist von mir für dich? Wir haben doch gesagt, wir gehen doch Skifahren, Wellness und wir nehmen doch das Geld, wir schenken uns nicht. Eine Kleinigkeit wird ja wohl drin sein. Heiligabend, 18 Uhr. Da denkst du, welche Tankstelle hat noch offen? Ja, nein. Aus dem Haus kannst du nicht raus, das merkt sie. Ich bin bestimmt 30 Minuten in so einem Haus rumgerannt und habe überlegt, was hat sie schon lange nicht mehr gesehen? Was kennst du gucken? Ich habe sogar in der Gefriertruhe nachgeguckt. Aber ist abgelaufen, gar nicht. Ja. Und dann kommt die rettende Idee, du brauchst gar nicht aus dem Haus raus. Das gibt nämlich heute, ich glaube 97% in Deutschland haben tatsächlich Internetanschluss. Und du kannst ja heute im Internet einen Geschenkgutschein rausdrucken und dann merkt die das gar nicht. Dann hast du einen Geschenkgutschein in Windeseile. Und ich habe die Idee gehabt. Ich sage, du Schatz, ich sollte nur ins Internet gucken, ob man da ein paar Wellness-Sachen machen könntet und Uhrzeit und vielleicht dann reservieren. Ist das noch in Ordnung? Ja, ja, das Essen sei noch nicht fertig. Ich hoch ins Zimmer. Computer angemacht. Google eingebe, damit schneller geht. Geschenkgutscheine für Frauen. Es war ein Fehler. Du wirst gelinkt. Du kommst auf Seite, da würdest du freiwillig als Mann niemals draufgehen. Dann geht auf einmal Privatklinik, plastische Chirurgie, Schönheitsfarmen, Brustvergrößerungen. Ich denke, ich lese nicht richtig. Es gibt tatsächlich Gutscheine für Brustvergrößerungen. So was macht man nicht an Weihnachten. Dann habe ich gedacht, gut, guck mal, wie das geht. Wie kann man Brustvergrößerung als Gutschein? Wie geht das? Drucke ich drauf, kommst auf eine Seite, auf dem Desktop lauter verschiedene Brüste abgebildet. Die kannst du selber füllen durch hinzufügen. Und da gibt es auch diese Menüleiste, da sind lauter so Silikonkissen und Steppdecken. Einfach rechte Maustaste anklicken, festhalten, über der Brust loslassen, dann füllt die sich. Und dann war das mit so Animation grafisch dargestellt, ganz witzig. Dann wird die immer größer, habe ich da so rumgespielt. Auf einmal höre ich Treppe laufen. Jetzt ist es meine Frau. Ich bin erschrocken, will den Computer ausmachen und komme auf Drucken. Jetzt geht der Drucker so schnell, du kannst gar nicht aufhalten. Es ist der Gutschein auf der Brustvergrößerung. Kommst zum Essen und ich denke, besser als nichts. Komm. Kannst dich ja erklären. So, Gutschein zusammengemacht unter dem Baum, dann Essen und nach dem Essen war die Bescherung da. Meine Frau macht den Gutschein auf. Zuerst noch freut sie sich vielleicht was mit Anwendung und so und dann liest sie das. Das Gesicht wird immer länger. Was ist denn das? Du schenkst mir einen Gutschein für eine Brustvergrößerung. Das ist ja eine Anspielung auf meinen Körper. Das findet sie. Dann sage ich, Schatz, jetzt lass mal. Ja, und wenn, warum nur für eine Seite? Nächstes Jahr haben wir auch noch Weihnachten. Ja. Dann hat sie... Furchtbar. Dann hat sie sich wieder beruhigt und es ging wieder. Dann hat sie gesagt, komm, jetzt mach halt den Geschenkruf. Es war so ein Teil und ich habe es schon gefühlt wieder. Dann denke ich, nein, bitte nicht schon wieder. Ich weiß immer mal, ich kriege jedes Jahr das Gleiche. Was kriege ich? Schlafanzug, genau, Wieder so ein Kopf. So. Kennen Sie immer an Weihnachten? Ich kriege immer diese 100% Polyester-Schlafanzug. Da gibt es immer beim Aldi vor Weihnachten. Da kennst du diese ekelhaften Dinge? 100% Polyester. Wenn du die anziehst, die kleben von Läufen an der Haut dran. Die einzige Steigerung ist ein Duschvorhang. Kennst du das? Du stehst voll unter Strom. Die Haare stehen dir zu Berge.
gib deiner Frau mal einen Kuss, da kriegst du eine geschossen. Und das ist so ekelhaft, wenn du läufst, das knistert auch so, so komisch. Und das Schlimme ist ja, wenn du so, das Schlimme ist ja mal ganz ehrlich, warum macht ihr das? Das ist Folter. Immer wenn wir was zum Anziehen geschenkt kriegen, wieso sagt ihr immer, zieh mal an, ob's passt? Schatz, mir ein Heiligabend, das langt doch noch Weihnachten. Nein, probier, vielleicht muss ich umtauschen. Jedes Jahr Heiligabend stehe ich mit dem 100% Polyester Schlafanzug vor dem Christbaum in der hellbraune Socke. Dann heißt, dreh die mal um von hinten, du musst die hinten angucken lassen. Dann klingelt's an der Tür. Dann heißt, du stehst schon, mach mal auf. Mach die Tür auf, steht dein Nachbar, dann messet sie schon ins Bett. Dann sage ich, wieso? Sie auch, weil er den gleichen Schlafanzug drin hat. Was glauben Sie? Ja, das ist eine Kante. Was glauben Sie, wie viele Männer diesen Schlafanzug bekommen? Fragen Sie mal einfach mal nach in der Nachbarschaft oder Verwandtschaft. Wie viele Männer diesen Schlafanzug kriegen und wie viele Männer sich an Heiligabend damit verletzen? Weil unsere Frauen denken immer, ja, Weihnachten ist was Besonderes, da muss man Satinbettwäsche aufziehen. Satinbettwäsche, das geht nicht. Satinbettwäsche und 100% Polyester, das funktioniert nicht. Wenn du da ins Bett reinjuckst, da rutschst du auf der anderen Seite raus und fliegst voll in den Schrank rein. Du kommst fast nicht mehr zurück ins Bett, dich dreht vom Rücken auf den Bauch. Du kannst gar nicht schlafen, dann hebst du dir an der Bettkante fest. Und im Schlafen lösen sich deine Hände und du rutschst unter der Decke an deiner Frau vorbei. Zack, und wachst auf dem Boden wieder auf. Deshalb ein Tipp an die Dame, falls sie so einen Schlafanzug verschenken, näht sie auf der Rücke Klettverschlüsse hin. Dankeschön. Vielen Dank. So.